Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen zu F1 2019. Und zwar fahren wir dieses Mal die 4 Formula 2 Championship. Also alle 12 Stationen mit Haupt- und Sprintrennen. Ja, da haben wir schon mit der Nummer 4 einen der Favoriten, oder der, glaube ich, ja jetzt direkt schon heute, glaube ich, Weltmeister geworden ist. Jo, ich werde das Ganze nicht in 4K machen, weil das auch in Formel 1 und überhaupt dann einfach die ganzen Ressourcen und auf YouTube alles ein bisschen überbeansprucht. Bei mir selber jetzt nicht wirklich, aber YouTube braucht so lange zum Bearbeiten. Jetzt nehme ich es auf 1440 auf. Ich hoffe, das ist auch okay für euch. Ich glaube, das ist auch eine gute Qualität. Ich glaube, die meisten anderen machen das auch, wenn so, auf 1440, weil YouTube noch nicht wirklich leider auf der Höhe ist und das relativ zügig verarbeiten kann. Naja, haben wir ja erst 2019. Was soll man tun? So, hier haben wir De Vries, Freunde. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, ist der heute Weltmeister geworden. Und der ist bei uns auch einer der schnellsten hier im ART. Korrigiert sich, wenn ich irgendeinen Blödsinn rede. ich muss euch ja noch was erzählen. Ja, ich wollte ja eigentlich gestern, was ist gestern? Sonntag, genau. Wollte ich euch ja das Ganze hier streamen sogar. Aber ich krieg's nicht einmal mehr normal hin, so wie es früher war. Ist keine Chance. Wenn ich selber auf 4K spiele und dann runterskaliere auf normale HD, geht alles nicht. Geht alles nicht. Keine Ahnung, was los ist. Ich werde ein bisschen herumexperimentieren. Bis dorthin werden wir es einfach so jetzt wieder handhaben, dass ich das Ganze aufnehme und einfach hochlade. Und Livestream geht momentan leider nicht, obwohl ich es wollte. So, hier haben wir die ganzen Autos. Vielleicht gehen wir es mal ganz schnell durch. Teletras. Und so Cheetah hier. Im Kalin-Team, genau. Dann im RAD-Team Mazepin, der Russe hier. Und De Vries. Im Dams-Team haben wir Kamara und Latifi. Mit dem wollte ich, das war eigentlich ein Kandidat, mit dem ich die 18er-Saison fahren wollte. Bin ich dann aber leider nicht dazu gekommen. Vielleicht holen wir das noch nach. So, Virtuosi Racing mit Guan Yu und Giotto. Dann Prima mit, ja, Schumacher. M. Schumacher steht da unten am Gürtel, alles klar. Mick Schumacher, ja, sehr schön. Und Gelael. Jean, das sind, sagen wir es, das sind wir, das ist Bernie Baum, genau, so sagen wir das, Bernie Baum mit der F2, Teamkollege von Mick Schumacher, im Sauber-Junior-Team, die sind, glaube ich, die schlechtesten, Callum Ilott, verlesen, sorry, und Correa, Juan Manuel Correa, geiler Helm, muss ich sagen, geiler Helm, wäre auch eine coole Option, dort zu fahren bei Sauber, mit ihm. Ah, ich will ein Teamkollege machen. Campus, auch ein geiles Team hier im McLaren Design. Mit Boccolacci. Ich hoffe, ich spreche alles richtig aus. Und Aitken. Dem... Aha, da haben wir, der hat oben Südkorea und Großbritannien. Alles klar. MP Motorsport mit Jordan King. Und Raghunathan, ein Inder. Aden, BWD Aden mit Calderon. Tatjana Calderon und Anthony Hubert. Sind wir froh, dass er dabei ist. Ich find's geil. Ich find's geil, so ist er mit hier bei uns in der Karriere. Dann Giuliano Alesi. Ich glaube, das ist der Sohn von Jean Alesi. Wenn wir leider den Helm sehen, ja, dann ist er sicher. Und Ralf Boschung, der Schweizer. So, Bernie Baum wird bei Prima mitfahren. Leider können wir das nicht so machen, aber wir fahren halt statt Gelael. Das wird Bernie Baum sein. So, können wir hier eigentlich das Wetter... das könnte interessant werden, ja.
Das könnte interessant werden. Wir werden aber Traktionskontrolle vollfahren. Vom Start werde ich sie mal komplett ausschalten. Reifen lassen wir alles drinnen. Rennbeginn tun wir manuell. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher, weil... Wir probieren es mal aus. Wir machen das erste Mal einen Blitz. Ein 50er hier und... Ich weiß gar nicht mehr. Nein, den Bart, ich glaube, ich nehmen wir 25 mal fürs erste. 50% müssen wir Hauptrennen, sonst haben wir nämlich keinen Boxenstopp. Das sind, glaube ich, 16 Runden statt 8. Wir nehmen 85%. Ah, nehmen wir 86. Mal, wenn es regnet, na, wer weiß. Gehen wir mal auf Nummer sicher. So, jo. Mal schauen, ob wir beim Quali vielleicht einmal noch auf kurz gehen, aber ich habe jetzt momentan leider nicht so viel Zeit, gerade aktuell. Aber ich will das trotzdem hier beginnen. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Wie gesagt, das Ganze auf 14.40. Jo, Formula 2 Championship, liebe Freunde. Die Fahrer sind bereit und wir sowieso. Was wird uns wohl heute beim Qualifying in Bahrain erwarten? Habe ich das Logo nicht gesperrt? Ich habe das noch nie gebracht hier. Gut, werden wir dann eh merken. So. Gut, den gibt es eh nicht. Ich würde mal sagen, obwohl ich heute noch gar nicht gefahren bin, werden wir einfach sagen, wir haben so wie im kurzen Quali. Wobei, ich weiß nicht, ob es gleich wie in der Formel 1 ist. Aber geben wir uns mal maximal 3 Versuche, würde ich sagen. Aber wenn halbwegs passt der Versuch, dann nehmen wir natürlich gleich. Also viel Spaß. F2-Saison, dem Kollege hier von Schumi. Los geht's. Ja, da haben wir die Chicken Wings, glaube ich, oben am Kopf von KFC. Ja, was kann... Sagen wir, es ist Bernie Baum in der F2. So machen. Oh, der Fries, da ist er schon. Das war nicht so gut, da sind wir nicht so gut rausgekommen, aber alles noch im grünen Bereich. Na, war nicht so gut. Aber gut, wie gesagt, das ist die allererste Runde, die ich heute, am heutigen Tag fahre. Besser rausgekommen, ja. Unser Exit war nicht so geil. So, ein bisschen früher gebremst, ich wollte es nicht ganz verkacken. Steht da ein Zweier? Ja, ehrlich. Wahnsinn, was haben die Fries für eine Runde rausgehauen hier? Wahnsinn. Ja, ich glaube, ich bin so 5. 6. oder irgendwann dagegen. Mick Schumacher ja auf der 6. 0-7 Rückstand, wir 0-3 und De Vries hat ja auf Tele 3 mal 5 Zehntel rausgehauen. Wahnsinn, nimmt sich hier gleich mal die 4 Punkte mit. Ja, Wahnsinn. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Das sind wir auf jeden Fall. Tele 3 hier im Carlin, John King, Camara. Das werden so unsere Fahrer sein, die mit vorne mit dabei sind, glaube ich. Schauen wir mal, wie sich das über die Saison noch so zieht. Ja, beide Sauerpiloten leider, aber weit abgeschlagen hier ganz hinten. Es ist nur die Frage, ob man wirklich, ja, das kurze Quali, ich weiß nicht, ob das wirklich
Ob das wirklich Sinn macht, das ist die Frage. Vielleicht werden wir es bei einem Grand Prix mal testen. Und dann schauen wir einfach mal. Na, schade, dass man nicht aus sich selbst wirklich fahren kann, die Meisterschaft, sondern nur mit einem vorgegebenen Fahrer. Aber gut, wir tun halt so, als wären wir mit am Start. Motorsports hinterlassen wollen. Es gibt einige neue Namen, ebenso wie bekannte Favoriten. Tja, da geht die Saison los, Freunde, in der F2. Und da müssen wir leider draufklicken, weil das ist leider gesperrt. Nick de Vries startet heute von der Pole Position und Sean Gelael steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Deletra, King, Sergio Sette. Da werden wir jetzt wohl nicht in die Startaufstellung kommen, aber macht nichts. Was kann man in der F2 überhaupt da reingehen in die Aufstellung? Der Weg bis Kurve 1 ist nicht sehr lang. Die Kurve bietet etwas Platz, aber geh keine Risiken ein. Wir werden klassisch den Undercut machen. Da können wir F2 wagen, ist der Benzin fest. Das ist alles ganz gut, finde ich. Hat jeder die gleichen Voraussetzungen. So, beim Start werden wir jetzt immer so machen, weil wir da ja komplett verlieren, nämlich wenn wir die Ding ausmachen, ja, dann kommen wir halbwegs gut weg, nämlich, und dann nach ein paar Meter werden wir wieder umschalten. So, Freunde, los geht's. Ja, das haben wir schon wieder sehr geil hinbekommen. Das hätten wir sollen doch vielleicht einmal üben. Ja, so wollten wir es machen. Das war schon mal ein gutes Training. So, und ab jetzt geht's los. Noch mal reinzugehen auch. Stärkt zum Glück der Computer noch ein bisschen zurück. Schumacher da hinten schon. Sehr schön. Ja, wir werden in Runde 4 versuchen, mit dem Undercut eventuell an den einen oder anderen vor uns vorbeizugehen. Ich weiß nicht, ob wir das nämlich auf der Strecke schaffen. Ja, ohne der ist wahrscheinlich sowieso nicht. Eine Position haben wir verloren, das geht. Ohne ABS ist hier runter wirklich extrem darunter. Da können wir fast in die Bremse gehen. Der linke innere Rad steht da immer. Das verweitern, weil sonst fällt uns hier die Fries vielleicht davon. Wenn wir schauen, ob man da... Ja, ohne der ist es schwierig, wenn auf der Geraden. So, wenn wir das Temperaturding ein bisschen einschalten, dass man zumindest sehen, wie man da Motor ist. Sind wir zwar im Windschatten, aber dafür ist die Leistung ein bisschen weg, wenn wir hier zu heiß werden, Motor. Ja, Kaida, Ende statt Ziel nicht ganz auf der Höhe. Muss man da schon Kampflinie fahren? Ich hoffe nicht. Mache gehabt, da kommt schon Kamara hinten. Ah, die Letras bleibt halbwegs gut dran hier an De Vries und das ohne DS sogar. Kamara in
hinter uns und dann aber ein Riesenloch. Ich sehe leider nicht, wo Schumi ist, wo Miki ist. Wir nehmen eher die frische Luft mit, geht das eh? Ja, das geht sogar. Ich habe gerade die bislang schnellste Runde des Rennens hingelegt. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Jeff, nee, bleib bei meiner. Ist angekommen, bestätige. Der ist fast vergessen jetzt. Kamara bleibt dran, der ist auch stark. Efries, Deledras, Kamara. Die werden in der Meisterschaft, glaube ich, gut am Start sein. Mal schauen, ob noch irgendeiner sonst noch dabei ist sonst. Also wenn der vielleicht jetzt einen Startpech hatte, aber einen Speed hat. Ich sehe leider Schumi nicht von hier. Der müsste da um 5, 6 schon sein auch. Ich will nur ganz kurz einmal in die Rennleitung schauen. Jawohl, da ist er sogar Fünfter. Ja, nice. Hinter Kamara. Cool. Alles im grünen Bereich. Ah ja, er hat leider den Abstand auf Kamara und dann hinter ihm die ganze Meute. Okay, die fahren doch... Ich fand da irgendwie ein bisschen komisch. In der einen Ecke, die bremsen da sehr früh und sehr langsam in die Ecke rein. Aufpassen, da auch. Ah, deswegen bin ich halt damals mit dem Alpha, glaube ich, den Kimi hinten drauf gefahren. Weil es da irgendwie nicht ganz so gut reingehen in die Kurve, glaube ich, die KIs. Ja, prima hier. Auf 3 und 5 momentan. Sehr gut bis jetzt, sehr gut muss ich sagen. Wieder. Ich habe bei 150 gebremst, das kann ja gar nicht sein. Da haben wir nicht Glück gehabt. Ganz leicht angeschlagener Flügel. Ich gebe gleich mal auf Nein, dass er ein Ja nicht drin, dass er ein Ja nicht tauscht. Keine Ahnung, wie lange wir sind, der F2 und in meiner Kurve attackiert er mich sogar. Fahr mal rein. Erfahrungsgemäß sind wir da jetzt der Einzige. Seht ihr hier die Reifen? Ziemlich kalt, keine Heizdecken hier in der F2, soweit ich informiert bin. Wenn wir die Temperaturen sehen.
Da unbedingt aufpassen, die ersten paar Kurven. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Aber wir werden gleich die Temperatur mal reinbringen. Aber wir müssen jetzt natürlich die Runde raushauen. Jetzt muss er sitzen hier. Nächsten ein, zwei Runden, weil die KI kommt jetzt rein und in der nächsten Runde. Ja, und P3 möchte ich Minimum halten. Ja, Teamkollege Micke schon mal auch jetzt in der Boxengasse. Ich glaube, das ist gut für ihn, wenn er hier eine Runde noch früher reinkommt, das ist zu spät, außer er wird jetzt irgendwo drin noch aufgehalten. Von einem muss warten, das wäre natürlich blöd. Aber grundsätzlich ist die Runde mal okay für mich. Da fahren vorne wieder die ersten raus. Wer ist da? Helle Trass! Und dann bleiben wir, glaube ich, vorne. Yes, sehr gut. Perfekt. Boah, das war knapp. Jetzt eher vielleicht ein, zwei Kurven noch die kalten Reifen. Sehr schön, Freunde. So, jetzt bin ich gespannt gegen die Trass hier. Immer noch abschneiden. Ja, die wären Reifen, das sollte mal passen. Da nochmal eins am Auto. Kamera auch hinten. Zwei Runden nochmal schauen, wo Mick dann gestrandet ist nach der Boxenstoppphase. Boah, violetter Sektor von uns hier, Mittelsektor. Sehr schön, wir kommen mal ein bisschen weg hier von Teletrass. Mal schauen, wie sich das über die Distanz noch auswirkt. Aber jetzt kommt einmal die Fries dran und ich glaube, der bleibt aber vor uns. Der WM. Favorit hier für uns über die Saison jetzt hier gesehen. So, der das der ist. Das wäre jetzt geil, wenn wir den draußen halten können. Und schnelles Runde von uns hier. Geil. Da kommt raus. Da kommt der Fries, Freunde. Da kommt der Fries. Das war fast klar, wenn er da keinen Bock abschießt. Oder keinen Fehler irgendwo drin hat, dass das passt für ihn. Jetzt die Chance für uns. Mit der S hier. Aber da sind wir zu weit weg. Da sind wir eindeutig zu weit weg. Motor wäre noch kalt, das wäre super. Unsere Leistung jetzt da. Also ein bisschen kalte Reifen. Sicher beim Anbremsen, hier brauchen wir nichts riskieren. Ja, Teletrass und Carrera auch dran hinten. Und dann leider ein Riesenabstand auf das Startziel. Vielleicht bin ich da eh zu spät, muss ich aufpassen. Mit hinten drauf, Knall. Flügel ja minimal angeschlagen links. Aber merkst es wirklich fast nicht. Der erste Sektor von uns sogar, ja, mit Base und alles. Ich
da jetzt was geht. Das sieht gar nicht so schlecht raus. Und da wird schon ein bisschen gelb. Ich glaube, jetzt mit der S könnte man angreifen. Gut gemacht. Du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 8,1 Sekunden. Schaut eigentlich ganz gut aus. Mal fürs Erste. Mal schauen, ob der kontern kann. Der ist. Das geht das, ich weiß nicht. Nö. Schon die Violette ist der Sektor von uns. Bin vorsichtig drüber. Harte 8 Runden bis zum Ende. Ja, bei 25% wäre es jetzt schon vorbei und das Ganze aber ohne Boxenstopp. Ich finde jetzt hier so geiler mit 16 Runden. Und Boxenstopp fürs Hauptrennen. Ah, okay, es ist doch ein bisschen, ja, aber ich muss nicht trotzdem schneller war, obwohl wir jetzt ein bisschen verbremst haben. Sehr gut ist es bis jetzt. So, jetzt wird spannend. Hat die Friese jetzt DRS oder nicht? Und ich will nur kurz schauen, wo Schumi ist. Noch 5-armig. Ja, nice. Sehr schön. Vor Jordan King, Matsushita, Latifi. Latifi. Giotto und Jack Aitken in Campos. Hubert auf der 12. Sehr schön. Ja, das passt aber ein bisschen hin. Ach. Ich glaube, das könnte so bleiben, bis ins Ziel, die Reihenfolge. Teletras Dritter. Keinen technischen Defekt oder irgendwas hat. Also ich fahre jetzt ein bisschen schlampig. Das wird eine geile Saison, da freue ich mich schon drauf. Es wird so bald als möglich, ich hoffe es geht sich schon morgen aus, aber ich glaube schon das Sprintrennen gleich geben. In 14:40 aufgenommen. Ich wollte streamen auch, aber geht leider nicht. Bin noch am Tüfteln, was ich da machen könnte. Das Ganze hier so aufgenommen, ist ja auch nicht schlecht. Ich glaube, Dave nimmt ja auch noch, oder? Fährt der hin und wieder, macht er mal einen Livestream, glaube ich, auch. Weil er hat sich einen besseren Computer wie ich, aber so die Karriere, glaube ich, macht er ja auch noch im Hubit hochladen, glaube ich. Dave Gaming. So, wir dürfen uns keinen Fehler hier laden. Momentan haben wir natürlich auch die schnellste Runde inne, das ist auch gut, zwecks die Bonuspunkte. Weil der Fries hatte schon mal 4 Punkte auch vom Qualifying. Deswegen wichtiger wird jetzt hier vorher mit Sinn kommen. Aber die anderen zwei hinten sind gut dabei. Die anderen zwei sind gut dabei hinten. Das könnte eine geile Saison werden. Das könnte wirklich eine geile Saison werden. So ohne RS über normale Formel 1, wenn man jetzt keinen Fehler macht, wird es schwierig werden für die da hinten sich gegenseitig irgendwie zu überholen, auf der Strecke mal zumindest. Weil es hat so ein bisschen altes Formel 1 Feeling, so ein bisschen.
schiebt sich gerade ein bisschen zusammen, oder? Von allen, na gut, das war nur die Ecke. Schlecht reingegangen hier. Ja, ja, ich fahre außen. Außen den längeren Weg. Brauche länger und bekomme eine Verwarnung. Alles klar, Spiel. Außen bekomme ich die Verwarnung. Und jetzt. Jetzt müssen wir noch sauber zu Ende fahren, aber hinter De Vries, der kommt auch immer näher hier, Deledras, glaube ich, da muss er aufpassen, De Vries. Von seiner Sicht aus gesehen. Wenn er im DS-Fenster drin ist, könnte er ihn vielleicht angreifen, ich weiß nicht. Ich glaube, Mick da hinten fightet aber auch gegen einen, der... Ich weiß nicht, wie es heißt, aber die mit dem McLaren-Design, glaube ich. Man sieht da den orangenen Punkt. Ich bin mir sicher, ob Micky auch noch Fünfter ist. Wir werden hinten auf der Geraden mal kurz reinschielen. Ja, da kann doch nicht... Also ist ein gelber Punkt da hinten, führt den Verfolger... Verfolger fällt an, oder die überholen sich auch gegenseitig gerade auf der Startziel mit der S, glaube ich. Bei der F2 hier wird natürlich in Monaco auch, so wie immer natürlich auch, aber hier ganz speziell auch die Startaufstellung extrem wichtig sein. Ich hoffe, das ist gut ausbalanciert alles. Ah nein, er ist auf 8 zurückgefallen, das glaube ich jetzt nicht, oder? Eieieiei. Also zumindest wenn er 8 hält, hätte er zumindest im Sprintrennen dann die Pole. Dann würde man Mick auf jeden Fall am Podium vielleicht sehen. Das kann aber hin und wieder schon passieren, weil er immer in der Gegend ist. Also, ich glaube, Mick werden wir hin und wieder am Podium sehen auch. Im Sprintrennen, glaube ich. Hier im Hauptfeld und Quali fehlen anscheinend ein bisschen die Base. Ein bisschen. Jetzt so wie es hier eingestellt ist anscheinend. Boah, Mittelsektor wieder violett von uns. Sehr geil hier, F2. Wir machen sogar einen leichten Vorsprung raus. De Vries muss aufpassen. Also im Nachhinein könnte man noch das eine andere Prozentchen raufgeben. Also 85 ist einmal so grob der Basiswert. Von dem kann man immer ausgehen, auch beim Üben dann. Und wieder schnellste Runde von uns. Sehr gut. Das gefällt mir auch sehr gut. Und das ohne der S sogar. Das heißt, da bekommt man sicher ein extra Pünktchen. Ich glaube, eins gibt es da auch. da hinten wird gefightet, glaube ich. Da hinten wird gefightet, Freunde. Da tun sie eigentlich gut. Jetzt schauen wir noch vielleicht. Obwohl, ich will es eigentlich gar nicht wissen, auf die Abnutzung. Ja, das dürfen wir jetzt aber jetzt gar nicht vergessen. Die Fries hat ja 2 Runden frischere Reifen. Also vielleicht kommt er da am Anfang sage ich am Ende noch einmal ein bisschen ran, eventuell. Das dürfen wir dann nicht aus den Augen verlieren. Also falls ich mich fragt, ich bin hier am PC unterwegs. Schade, dass man dieses hier nicht im Kobik spielen könnte oder so auch, diese Meisterschaft. Man kann natürlich Einzelrennen fahren, das geht schon. Leider ohne das Ganze zu speichern. Unranked. Sozusagen. Oh, Deledras dran an De Vries. Also ui. Und Camara auch dran. Ja, es kann ruhig sein, dass mein Grip ein bisschen nachlassen wird. Die fighten. Ich glaube, der ist jetzt im DRS hinten drinnen. Wenn wir nach hinten schauen, das ist sofort spannender wie bei uns hier gerade. Aber unser Vorderreifen links vorne, ja, der schaut schon 37, aber da werden wir schon irgendwie über die Runden bringen. Oh, da kommt er gerade hin, da kommt er gerade hinten und greift hier an, glaube ich. Und überholt. Deledras überholt.
De Vries, nein, er kann wieder kontern. Alter Schwede, ist doch nicht spannend. Lalalala, da kann man gleich stottern. Alter Schwede, geil. Das wäre ja fast auch interessant, das Ganze hier in der Wiederholung zu kommentieren und so aufzunehmen. Das ist gar nicht so einfach, wenn man schon weiß, wenn es nicht live ist und man weiß schon, was passiert, ob das dann so einfach ist zu kommentieren, das habe ich noch nie gemacht. Oh, der Fries kann sich aber durchsetzen gerade. Ich sag, Freunde, das Sprintrennen wird höchstwahrscheinlich morgen kommen. Ich versuche alles, dass ich das in die Wege leite. Jetzt muss ich erst einmal, ich weiß gar nicht, ob es mich da rausdreht da innen, so wie bei der Formel 1, wenn ich da am Körb komme. Hol mir das aber nicht aus. Ich habe mal kurz das Gas aufgemacht. 40% links vorne, ja, alles gut. Aber die hinten werden auch nicht wirklich schneller. Ist das der Zweikampf? Ja, die frischen Reifen. Also wenn, müsste er jetzt bald einmal wieder ein Gas geben. Die Fries, aber das ist erst natürlich im Zweikampf, das muss man auch sagen. Und wir machen nur einen kurzen Blick. Wo ist Mick? Noch auf der 8. Sehr geil. Sehr geil. Na gut, den Speed hat er ja auf jeden Fall da hinten, glaube ich. Und da könnte er wirklich, also momentan startet er noch immer von der Pole morgen. Also morgen, ja, wenn wir so Sprintrennen technisch denken. Das könnte sogar ein Sieg werden für Mick. Ich werde auf jeden Fall den nächsten Rennen wieder ausgiebig vorher testen. Dass wir da Spannung drin haben, vielleicht. Okay, dann im Endeffekt dann eine Spur schärfer sogar einstellen. Obwohl viel fehlt nicht. Wir sind da gut dabei eigentlich. Wir sind da hinten. Ich sag, mit 1-2% mehr schaut das Feld schon wieder ein bisschen anders aus vielleicht. Start werden wir jetzt immer machen mit Traktionskontrolle mal aus, so die ersten zwei, drei Gänge. Wobei der erste Gang wäre vielleicht sogar mit voller Traktion und dann ausschalten, am besten. Es ist leider relativ blöd geregelt, dass man da relativ weit zurückfällt oder zwei, drei Plätze meistens verliert. Wie können das heimfahren, obwohl jetzt noch zwei Runden sind. Unsere Reifen auf 45, das geht schon. Bei ihm hinten werden 40, knappe 40 sein, also so wegen schneller wird die Fries es auch nicht sein, außer dieser da im Zweikampf mit Teletras. Camara kommt nicht ganz mit anscheinend. Er ist zwar dran, kann ein bisschen profitieren, aber ganz dran ist er nicht. Macht aber nichts, zwei Runden noch. Und wir können gleich hier beim Debüt hier. Beim Debüt unseren Sieg feiern, unseren ersten, im Hauptrennen. Wahnsinn. Hätte ich mir nicht gedacht. Bisschen zu weit gerutscht jetzt gerade. Sound finde ich auch geil. Thank you.
50% links vorne schon. Und jetzt geht es aber in die letzte Runde, Freunde. De Vries noch immer Zweiter. Wir haben auch die schnellste Runde inne. Das passt perfekt. Tja, und die Spannung ist natürlich jetzt im Sprintrennen. Wenn man da von... Ich starte ja dann jetzt quasi von 8. De Vries. Von 7. Oh, was ist da hinten los? Wer ist ausgeschieden? Calderon. Dann fahren wir uns das hier zu Ende. Irgendwie haben gerade beide die Fries überholt, ich glaub's nicht. Unfassbar, oder? Da müssen wir nochmal vorspulen in der Wiederholung, gell? Kurz reinziehen. Eletras ist Zweiter, Kamara Dritter und erst De Vries nicht am Podium, das glaube ich jetzt nicht, oder? Ja, die Szene müssen wir unbedingt anschauen. Konter? Nein, was war denn da los? 54%, passt aber top, wenn wir da eine Runde früher reingehen. So viel einmal für die F2, dass wir es ungefähr wissen. Das sollte immer passen. Alter Schwede, jetzt fahre ich da innen fast. Vielleicht aber ich so langsam fahre. Fast noch die Strafe riskiert. Nice! Und das ist der Sieg hier für Bernie Baum. Dem Kollege von Mick Schumacher, bei Brahma. Ich bin gespannt, ob Mick jetzt 8er geblieben ist. Das hoffe ich für ihn. 9. wäre natürlich ganz bitter. Aber wenn er von der Pole fahren könnte, wäre natürlich geil für ihn. Das wäre echt geil. Und David Valsecki, was meinst da du? Da ist er. Wie ist dieses Resultat zustande gekommen? Gelael, oder? Sollen wir mal sagen, Bernie Baum? Kopf den Sieg beschert hat. Reibungslos und erstes bestimmt. Rennen, erster Sieg. Das wird natürlich nicht so bleiben, aber das war schon mal ein geiler Einstand. Und hat riesen Spaß gemacht. Konzentrieren, das Beste aus dem Wagen. Ja, und der Favorit, De Vries hier auf die 4 sie zurück, haben oder? Geschafft, sich das ganze Rennen unfassbar, über in der letzten Runde haben sie noch beide überholt irgendwie. Da muss eine kleine Berührung oder was gewesen sein, dass der P4, der Camaro auch noch durchgekommen ist. Unfassbar. Es sieht aus, als würde jetzt die Siegerehrung beginnen, denn die Fahrer begeben sich nun nach draußen zu den Feierlichkeiten. Man kann es ihren Gesichtern ansehen, ja, es unfassbar. Ist heute ein weiterer fabelhafter Teamsieg für die Trasse haben wir da, ja, den Schweizer und Camaro. De Vries nicht am Podium. Unfassbar. Ja, Gott sei Dank gibt es hier bei der F2 auch eine Siegerehrung. Nicht über MotoGP. Geil. Dann sehen wir uns einmal an, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Fahrermeisterschaft hat. Sehan Gelael übernimmt die 27 Punkte. Jetzt würde ich gerne von dir wissen, nice. David Valsecki, wer dein Fahrer des Tages war. Mein Fahrer wir ziehen uns mal kurz die Highlights rein. Dann will ich unbedingt das Manöver noch sehen hinten. Nummer 16, das ist der Teamkollege eigentlich von De Vries. Okay, ja, alles gut soweit. Da kannst du aber glaube ich schon mit durchsetzen. In der Anfangsphase, da waren wir noch auf P3. Ganz entspannt. Ganz entspannt waren wir dann auch auf P3. Oh, ja genau, das war... Da hat uns mit der Bremsung... Ja, ich habe... Oder habe ich den Formel 1 Bremspunkt einmal kurz drin gehabt? Ich weiß gar nicht. Na, ich glaube hier... Ja. Da haben wir uns auch einmal leicht vertan. Versucht hier nicht wirklich Schaden anzurichten. Unseren Frontflügel haben wir da ein bisschen beschädigt und haben uns da vorbeigeboxt hier. Da haben wir den draus war es. Wollten wir natürlich so nicht... Oh, das Auto ganz so kaputt da links, unfassbar. Oder war das noch schwarz? Kampfspuren zu sehen auf jeden Fall bei uns. Da haben wir uns zu P1 geboxt sozusagen, aber das waren halt ein, zwei Manöver.
Ja, die können schon mal passieren. Da muss ich ein bisschen vertun hier. Bin ja wieder beim Bremspunkt. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich, dass die da jetzt in der Boxengasse sind. Ja, da kommen wir raus. Und da kommen wir vor Teletras und Camara raus. Und das war aber knapp, als ich das eigentlich so bemerkt habe, dass der da ganz knapp hinten dran war. Dann war er auch lange Zeit hinten dran bei uns eigentlich. Irgendwann ist er dann ein bisschen abgerissen, witzigerweise. Weil wir wieder ein bisschen besser in Schuss gekommen sind. Ja, da kommt jetzt De Vries raus. Da konnte er aber seinen Vorsprung nicht halten. Wir sind dann einmal mit der S vorgezogen und das konnte er irgendwie auf der Strecke nicht auch zu seinen Gunsten nützen mit dem DS, dass er bei uns vorbeikommt. Aber gut, schauen wir uns mal die anderen Strecken an, wie die ausschauen. So, Freunde. Gehen wir da noch einmal rein in die Wiederholung. Und zwar werden wir am besten das Ganze von ihm hier anschauen. Leider ist halt der Wiederholungsmodus sehr bescheiden. Also ihr könnt eh ein bisschen vorklicken, 2-3 Minuten, bis wir da bei der Runde 16 sind. Wenn ihr wollt. Die Runde sehen wir da unten, ja, jetzt Runde 2, sehen wir schön am Lenkrad. Schauen wir da ein bisschen Mick Schumacher hier zu. Ja, kommt mit dem Top 4, kommt er nicht ganz mit. Wir können aber auch beim Mick bleiben, dass wir quasi nach der Boxenstoppphase schauen, wie er da auf 8 zurückgereicht wurde. Ist jetzt 8er geworden, jetzt habe ich gar nicht. Moment, jetzt habe ich gar nicht geschaut. Das können wir aber gut schauen. Nein, er ist sogar noch 10er geworden. Ach du Schande. Nein, das glaube ich jetzt nicht. Wieso? Das ist bitter. Jetzt hat Giotto die Bull. Latifi auf der 2 für Sprintrennen. Ach du Schande. Oh. Da werden wir uns Mika mal als Erster anschauen, was da passiert ist. Mick kommt da nicht mit Speed ganz mit. Es kann sein, dass er vielleicht den einen oder anderen hinten noch ein bisschen aufhält. Sonst ist da vielleicht noch der eine oder andere hinten dabei, der vielleicht vorne die Top 4 mit mir jetzt mit eingerechnet mitgehen kann. Wenn er es nicht ganz in Speed hat. Es kann durchaus sein, dass da noch der eine oder andere dabei ist. Wir sehen, der eine oder andere Zehntel verliert ein paar Runden anscheinend. Aber das werden wir im Laufe der Saison natürlich genau, peinlichst genau beobachten. Ich wollte jetzt nicht mit Mick selber fahren. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen. Man, das können wir noch immer machen, wenn wir es unbedingt wollen. Aber ich finde das Teamkollege von Mick ist auch ganz geil. Und die 5, so, ich war da glaube ich schon in der Box, oder? Runde 5, kann sich genau lesen. Ja, jetzt fällt er rein. Das sollte eigentlich noch alles gepasst haben soweit, ja. Da kommen wir gerade links vorbei, ja, alles noch gut. Und da ist noch alles im Soll. Aber lustigerweise hier vor dem Boxenstopp hat da keiner irgendwie extrem angegriffen oder so. Ja, sind da in der Schlussphase haben alle ein bisschen attackiert. Haben dann nach der zweiten DS-Zone dann rauf hier auch. Da haben sie meistens angegriffen. Boah, da der Feind hier. Da kommt Chewie sogar noch vorbei hier. Er hier auch noch. Und da ist er noch Fünfter. Das war auch noch relativ lang, wenn man 2-3 Mal reinschaut. Jetzt haben wir erst Runde 7. Und nicht einmal noch knapp die Halbzeit. Ja, natürlich hinten mit DRS, aber anscheinend, auch wenn jetzt der eine ihn überholt hat, konnte er sich nicht dann behaupten, irgendwie auf 6 oder 7. Er ist noch weiter auf 10 sogar zurückgefallen. Ja, das müssen wir dann beides
Das muss auch in der letzten Runde, glaube ich, gewesen sein. Wir uns beide noch in der letzten Runde. Jetzt, das will ich unbedingt noch wissen, was da passiert ist. Ja, wir sehen, er kann er jetzt wegfahren hier. Au, da hat er gerade... Ja, das war so ein bisschen ein blöder Effekt, dass er nach dem Überholmanöver, wo er überholt wurde, dann noch einmal zwei Plätze verloren hat, weil er den kompletten Schwung verloren hat. Das war natürlich extremes Pech. Weiß nicht, ob er sich irgendwo im Flug oder was hier auch kaputt gemacht hat, keine Ahnung. Ja, er kommt da nicht einmal fast mit den dreien da vorne mit, oder? Na gut, das werden wir natürlich dann auch noch benibelst genau beobachten. Jetzt wäre er hier genau auf der P8 in der Runde 10. Ja, hier in dem McLaren-Team hier optisch jetzt zumindest von der Lackierung her wäre auch geil zu fahren. Da ist auch ein DS-Fenster drin. Giotto, der wird ihn wahrscheinlich angegriffen haben irgendwann einmal. Runde 11, das geht nicht schnell. Ja, Wiederholfunktion, ich verstehe nicht, warum die nicht ein bisschen andere machen, dass man wenigstens mit der Maus hinspringen kann in die letzte Runde oder so, oder rundenmäßig einstellen kann oder irgendwas. Aber schon seit 10 Jahren die gleich behinderte Wiederholungsfunktion hier, unfassbar. Wenigstens die Länge jetzt einmal länger, das war am Anfang auch, dass man nicht einmal das ganze Rennen anschauen konnte, zum Beispiel bei die ich glaube, es ging nur bis maximal 25% Rennen, um das ganze Rennen sah bei der Wiederholung. 50 sah man schon gar nicht mehr das ganze Rennen, das war ja noch ein schlechterer Witz überhaupt. Ein paar schlechte Witze hatten sie eh auch bei Codemasters. Aber bei der Wiederholungsfunktion, da ist auf jeden Fall auch Luft nach oben. Tja, da ist er ganz entspannt, Achter. Ist das schon 13 oder kann ich nicht lesen? Leider Runde 13, glaube ich. Ja, und jetzt haben wir noch, ich glaube, irgendwann ist er wahrscheinlich vom DRS draußen. Er kommt nicht einmal mit den dreien damit, schade eigentlich. Da fehlt ihm leider ein bisschen Speed, so wie es ausschaut, einmal auf der Strecke zumindest. Schade. Und wahrscheinlich hat er einmal das DRS nicht bekommen und dann... Jetzt hat er es noch immer, da ist er gerade noch so drin. Und jetzt auf der Geraden vielleicht nicht mehr und dann wird ihn wahrscheinlich Giotto angegriffen haben. Ja, das ist jetzt gut dran, das sehen wir schon. Ja, und jetzt hat er keins mehr, genau. Das war sein Problem gerade. Das war gerade sein Problem. Da konnte er sich jetzt auch nicht mehr durchsetzen, da hat er... Ja, genau. Das war's. Er hatte hier auch... dieses King, ich weiß gerade gar nicht. Ja. Das war's. Da konnte er nicht mehr mitgehen, hatte dann nicht mehr das DRS in der letzten Runde, wo er mitfahren konnte vorne. Ja, da ist er leider ein bisschen zu langsam gewesen, muss man halt so sagen. So, Runde 15, jetzt sind wir hier bei De Vries und bei den Jungs hier. Ein bisschen langsam aus, oder? So, normale Speed, wenn er da irgendwie vorspult. Jetzt schauen wir uns das Ganze hier noch an, das ganze Dilemma hier für De Vries. Ah, links, rechts, links, rechts, da geht er jetzt außen. Der kann sich gerade noch durchsetzen. Geht jetzt vorbei und da hat er den Schwung verloren, ja. So in die Richtung habe ich mir gedacht. Jetzt geht er da vorbei. Wahrscheinlich hat er auch DS gehabt, na hundertprozentig. Ja, und das war's. Gut, jetzt haben wir's gesehen. Mehr wollte ich nicht wissen. Ich hoffe, ihr seid jetzt auch noch dabei, Freunde. War natürlich sehr interessant zu sehen. So, wunderbar. Jetzt kommt das Sprintrennen und das, Freunde, wird es höchstwahrscheinlich morgen geben. Höchstwahrscheinlich. Willkommen zur Formel 2. Ja, wir müssen ja vorspringen, weil da kommt wieder das Video dann. Jo, da stehen wir jetzt auf... Lass uns die Strecke bis Kurve 1 im Kopf durchgehen. Wenn wir es P8, angehen, sehr schön. Wir aus einer guten Position heraus. Ich bedanke mich für heute mal fürs Zuschauen, liebe Freunde. War sehr geil, war sehr geil.
Und ja, morgen geht's weiter mit den Sprintrennen. Ich hoffe, ihr seid auch so gehypt wie ich gerade bei der F2. Natürlich müssen wir F1 auch wieder weiterfahren, logisch, keine Frage. Aber das hier ohne Entwicklung, ohne irgendwas, einfach nur rein und fahren, finde ich auch ganz nett. Ja, Freunde. Ja, und direkt unmittelbar hinter uns steht natürlich Mick, weil er vom P10 starten muss, weiter. Dann links hinter uns, weiß nicht, ob das das McLaren-Satellitenteam ist, auf jeden Fall mit der Lackierung mit der Orangenen. Die stehen auch hintereinander. Ja, und jetzt wird es hier beim Sprintrennen natürlich ankommen, darauf ankommen, wie wir hier starten. Wir werden wieder versuchen, vielleicht fahren wir mal die ersten paar Meter Traktionskontrolle weg, dann schalten wir es aus und dann vor der Kurve schalten wir es wieder ein. So ist einmal der Plan, dass wir hier relativ normal wegkommen, weil sonst verlieren wir wirklich extrem viel. Und so ist es für mich gerade, so wie ich es eingestellt habe, am angenehmsten zum Fahren. Macht mir persönlich gerade am meisten Spaß. Ich habe leider nicht mehr Zeit zum Üben. Gut, Freunde. Vielleicht kriege ich es einmal hin, dass ich manuell schalte oder so. Das könnte noch durchaus funktionieren einmal, wenn es gerade passt. Ja, ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Lasst mir doch für die F2 hier ein Däumchen da. Würde mich freuen. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann, Freunde. Ciao, ciao.